Ja, der ist sogar noch besser als mein Mystical Dingsbums. Aber den darf ich noch nicht tragen. Okay, dann tun wir den mal da irgendwie hin. Den will ich gar nicht haben. Das. Keine Ahnung. Ice Damage Mana brauchen wir nicht. 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 Wow. Plus 13 Vitalität. Nicht schlecht. Tun wir den auch mal hier so hin. Erstmal so, so zwischenlagern praktisch. Ja, da behalte ich auf jeden Fall hier mein Ding. Das kommt auch weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Das Schlabberauge tun wir hier, die Ember, so, so, so. Ja, das hier muss ich ja wieder zurücktauschen, wenn das hier nicht mehr benötigt wird. Das kommt weg, das kommt weg. Und das Gazely packe ich in die Truhe, einfach so, weil es so anstrengend war. Okay. Sherrod Stash. So, da packen wir jetzt hier, so, so, so. Okay. Meine Stash ist hier die. Und da tun wir hier das gute Ding rein und den Würfel natürlich. Ja, heben wir noch so ein Ding hier auf. Die Eis, die Feuerdinge finde ich natürlich erheblich besser. Physical Armor, bla 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 bla, okay. Haben wir denn noch was, was wir hier vollsockeln können? Was hatten wir denn hier noch? Okay, die sind eigentlich ultra schlecht. Eigentlich auch ultra schlecht. Das kackt alles ab gegen das Zeug, was ich hier so. Plus 12% Feuerschaden, 43 Leben, 3% Feuerschaden. Und Feuer Armor 2211 und ein Empty Slot. Aber 12% ist doch schon eine Hausnummer, oder? Aber die 43 Leben sind natürlich extrem. Ah, kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Das Gold hebe ich einfach nur so auf, just for fun. Die hier kann ich noch nicht tragen und genauso auch das hier nicht. Ja, das hier hebe ich auf, weil ich es so toll finde. Ja, das brauche ich unbedingt. Das muss ich behalten im Inventar. Plus 23 Poison Armor. Nicht schlecht. Ah, okay, das ist die getunte Variante davon, praktisch. Ja, momentan brauchen wir eigentlich gar kein Poison. Vielleicht packe ich mir noch ein bisschen Eisresi-Zeug rein. Einfach nur, weil es momentan benötigt wird. Und vor allen Dingen sind die auch mal weg. Und dann kann ich mir später das gute Zeug packen. Weil ich kann ja, hier unten die Sachen wieder zerstören, sage ich mal. Also, die Sachen, die da drinne sind. Und mein Gold expandiert hier. Guck mir nur mal so rein aus Neugier, was sich hier noch so verbirgt an Waffen. Ja, ich denke, wir haben schon eine ganz ordentliche Waffe mit der Verzauberung drinne. Gucken, was die gute Frau hier noch hat. Vor allen Dingen, was ist hier dieses blöde Ding wert? 111. Prinzipiell fast gar nichts. Wundervoll. Kann man nicht hier auch irgendwo Schriftrollen kaufen? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, die Items, die ich in meiner Truhe hatte, sind doch erheblich schlechter, als ich dachte. Schade. Gut, dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder in das Portal rein. Ja, ich würde gerne dahin, hoffe ich. Was mir gerade auffällt, die Portale bleiben scheinbar Waypoint-Portal. Sehr merkwürdig, kann ich wohl doch öfters benutzen, als hier nur einmal rein und wieder raus. Also sehr praktisch dann. Verteilen wir kurz noch die Charakterpunkte.
Und skilltechnisch geht da doch bestimmt auch noch was. Ah, das finde ich nicht so cool. 5% Feuerschaden. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier... Das hatte ich letztes Mal schon das Problem. Damage per Second geht hier rein. Ja, okay. Und hier sagt er 30% vom DPS der Waffe geht in Feuerschaden. Das denke ich, habe keinen Feuerschaden. 8% Fire Damage Taken is increased by 8%. Danach steigt beides auf 10. Es lohnt sich auf jeden Fall schon, das hier mit Feuerschaden zu kombinieren. Aber dafür muss ich Feuerschaden kriegen. Weil hierdurch kriege ich ja nur Electric Damage. Gut. Schauen wir mal kurz, was sie hier können. Okay. Okay. Gut, dann bleiben wir mal hier auf unserem Electric Damage. Setzen wir noch ein Pünktchen rein. Damit wir ein bisschen was machen können. Und jetzt haben wir immer noch 2 Punkte auf der hohen Kante. Spätestens wenn ich Level 21 erreiche, kann ich dann... Was kann ich dann noch tun? Level 19, Level 20. Ja. Ja. Das ist eigentlich ganz gut hier. Auch wenn ich halt nicht meinen Feuerschaden habe. Ich habe ja definitiv hier den Electric-Schaden. 5%, das ist viel. Eigentlich sind prozentuale Dinger immer sehr gut. Und das steigt auch einfach straight mit 5 an. Lassen wir das einfach mal. Triggert natürlich nur, wenn ich stunne. Das ist das große Problem da dran. Also gehen wir hier weiter. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Gut, dann beende ich jetzt erstmal hier den Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.